Wie heißt es zu Weihnachten am Niederrhein? Kinder, kommt rein, der Baum brennt. Und wir machen ein Schleifchen dran. Ans Jahr und an den Tannenbaum. Und beim Jahresgedenken geht es um die Ereignisse des Jahres. Wir haben den Zusammenhalt gepflegt. Hatten bereits im April Gäste, internationale Gäste, 300 Schützen aus ganz Europa. Und die Solidarität mit der Ukraine stand im Mittelpunkt. Ein Schleifchen. Ein ganz besonderes Ereignis für die Brauchtumsfreunde in Mönchengladbach. Die Vitusstadt war im April Gastgeber der Europa-Schützentage. Zu Anfang tagte die Europäische Gemeinschaft historischer Schützen. In der Citykirche kamen dafür 200 Delegierte aus 9 Ländern zusammen. Mit dabei Abgesandte der ukrainischen Schützen und die Generalkonsulinnen der Ukraine in Düsseldorf. Neben Solidaritätsbekundungen gab es auch konkrete Hilfsmaßnahmen. Ja, wir sind bereit. Nach der Versammlung führte der Weg ins Gladbacher Münster zu einer internationalen Messe. Hier gab es den Ritterschlag für 24 verdiente Schützenbrüder und Schwestern. Sie wurden aufgenommen in die Ritterschaft vom heiligen Sebastianus in Europa. Die Friedensmesse stand ganz im Zeichen der Hilfe für die Ukraine. Sie erinnerte an die europäische Idee, nur im Frieden ist Glück möglich. Nach 2 Jahren Zwangspause durch die Pandemie fühlte sich das Treffen am Dicken Turm wie ein Neustart in die Schützengemeinschaft an. Begegnung, Kennenlernen, hier kamen die Europa-Delegierten mit den heimischen Schützen zusammen. Schon wieder ein Schleifchen. Diesmal für das Königstreffen bei der GEM. Unsere Majestäten freuten sich endlich wieder feiern. Naja, und das Plopp war das schönste Geräusch. Mit diesem Geräusch kommen die Schützen sozusagen in ihr persönliches Trainingslager. Nach 2 Jahren Pause ist da einiges nachzuholen. Ein Prost auf die Festzeit, ein Prost auf das Brauchtum. Das wurde im Mai gefeiert beim Königsehrenabend bei der GEM. Majestäten aus Stadt und Land kamen hier zusammen bei einem. Doch die Feier war mehr als nur Plöpp und Prost. Quasi ein Qualifikationsabend für die nahenden Schützenfeste. Das heißt, zackig marschieren und zeigen, dass man nichts verlernt hat. Da musste auch die Stadtprominenz in Reih und Glied antreten. Plöpp, das ist das Zeichen, mit dem die Schützen signalisierten, wir sind wieder da. Ein besonderes Schleifchen für Unges Pingste in Kochschenbruch. Und wie hieß es zum großen Kochschenbrucher Schützen- und Heimatfest? Unges Pingste ist ein Streicheln für die Seele. Fast so schön wie Weihnachten. Unges Pingste ist das Beste, was man haben kann. 2 Jahre lang blieben die Straßen an den Pfingsttagen in Korschenbruch leer. Das Schützen- und Heimatfest musste pausieren. 2022 kam Unges Pingste endlich zurück. 1000 Schützen, Blumenhornträger, 300 Musiker und viele Besucher feierten gemeinsam. Nicht fehlen durfte die Freiluftmesse in den Gartenanlagen des Kreisseniorenhauses und die Prozession durch die Straßen von Korschenbruch. Unges Pingste ist ihr Gefühl. Klarer Höhepunkt, die Königsparade mit Blumenkorso. Unges Pingste stand nach langer Zeit wieder für Begegnung, gelebte Tradition und Heimatgefühl. Genau das, was die Schützen so dringend gebraucht haben. Jetzt sind wir schon im September. Stadtschützenfest in Mönchengladbach. Und unser neuer Bezirkskönig Marc Winkens, der hat gezeigt, wie Freude geht. Der Urschrei der Freude fürs Brauchtum in Stadt und Land. Schützenfest in XXL-Format. Das war das Stadtschützenfest im September 2022 in Mönchengladbach. Es galt vieles nachzuholen und vor allem den Dauerkönig endlich abzulösen. 86 Schuss dauerte es, dann hatte die Stadt einen neuen Bezirkskönig. Einer, der nicht zu überhören war. Marc Winkens hat es geschafft. Er setzte sich gegen 7 Mitbewerber durch und ließ sich feiern.
im großen Stil, auf der Königsparty, abends in der Kaiser-Friedrich-Halle. Gute Stimmung garantiert. Man spürte, nach so langer Zeit galt es vieles nachzuholen. Der Sonntag machte es offiziell, Krönungsmesse im Münster. Neben dem neuen Bezirkskönig wurden auch seine Minister Udo Nösen und Christoph Fels in ihr Amt eingeführt. Ihre wichtigste Aufgabe heute, die Parade von 7 Regimentern abzunehmen. Über 2500 Schützen und Musikanten zogen an der Ehrentribüne vorbei. Auf Wiedersehen beim Schützenfest 2023 in Mönchengladbach. Ach, wie schön, die 3B für Mönchengladbach. Brauchtum, Bier und Borussia. Wir feiern mit dem König, der Gastgeber, mit Rolf Königs, und sagen Danke allen Freunden, die uns in besonderer Weise unterstützt haben. 2022 war mit vielfältiger Hilfe ein gutes Jahr. Ein schwieriges, aber letztlich ein gutes Jahr. Sie haben viel gemeinsam. Eine lange Tradition, und beide haben Könige, Schützen und Torkönige. Die Schützen und Borussia feierten den Übergang vom Sommer zum Winterbrauchtum mit einem Schmausen im Borussia-Park. Mit dabei waren die Freunde und Förderer aus der Stadt. Er brauchte keine Einladung, denn Nikolaus brachte nicht nur Geschenke, sondern auch eine Friedensbotschaft. Das Zusammenkommen an diesem Abend während der Fußball-Weltmeisterschaft zeigte das, was im Austragungsort nicht erlaubt war: Flagge für Vielfalt und Toleranz. Und eines darf bei solch einer Weihnachtsfeier natürlich nicht fehlen. Das sind die Schleifchen für 2023. Endlich wieder feiern, das war unser Motto in diesem Jahr. Und nächstes Jahr heißt es, wir kommen zusammen. Wir pflegen Freundschaft und wir zeigen, was wir können. Freude empfinden, Hilfe geben, beste Brauchtumsfreunde sein am Niederrhein.